Beispiel. Guten Abend, Adnan Wahoud. Grüezi. Ja. Ja, guten Abend. Sie kamen vor 2 Wochen zuletzt aus Syrien zurück und auch dieses Thema gehört zu Weihnachten. Was passiert in dieser Stadt momentan? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich gehört habe heute, wie Sie Ihre Weihnachten feiern wollen. Aber ich möchte heute auch Ihnen erklären, wie es anderswo geht. Ich war vor 3 Wochen in Syrien. Die Bilder haben Sie gesehen, aber selber das zu erleben, ist ganz, ganz anders. Also der Mr. Putin verkauft keine Geschenke, sondern verkauft über das ganze Jahr Waffen. Und die beliefert er nach Syrien. Und das sind doch die modernsten Waffen, Streubomben. Das heißt, ich habe eine Nacht in der Nähe von Aleppo verbracht. Da kam stündlich ein Luftangriff. Da hat man gehört, erstmal hört man das Drohnen der Flugzeuge. Jedes Mal, wenn man das Drohnen der Flugzeuge zu hören ist, ist danach dann eine Explosion. Dann kommt erstmal eine große Explosion und dann Folgeexplosionen. Das sind die Streubomben. Das ist dann wie ein Erdbeben. Und das ist sehr schrecklich. Die Menschen in Aleppo leben seit 4 Jahren unter diesem Beschuss, aber seit einem Jahr unter dem massivsten Beschuss durch die russischen Soldaten. Herr Putin sagte in einer Pressekonferenz, Syrien ist für ihn ein Umfeld, wo er seine Waffen testet und sein Personal auf real auch ausbildet. Das ist heute in unserer Welt. Diese Menschen sind jetzt seit 4 Monaten belagert. Und die haben sich jetzt riesig gefreut, dass sie evakuiert werden sollen. Aber das Problem ist, diese Leute sind jetzt seit einer Woche auf die Straße mit der Hoffnung, evakuiert zu werden. Natürlich, die haben Angst, zu Hause zu bleiben. Weil wenn die Evakuierung stattfindet und jemand bleibt zu Hause, dann bleibt bei den Assad, bei den Milizen. Und dann ist es ganz schlimm. Die Leute dann stehen auf die Straße. Die stehen jetzt seit 5 Tagen auf die Straße. Frauen, Kinder, Männer, Kranke. Und die warten auf die Evakuierung. Und das ist in Syrien. Ich habe die Nacht selber überlebt, drüben übernachtet. -2 °C. Denken Sie an jede Mutter, die auf die Straße ist mit ihren Kindern. Wie soll ihre Kinder wärmen? Wie sollen die Bedürfnisse der Menschen vorangehen? Und das ist, wie sollen sie essen, wie sollen sie trinken? Es gibt und sitzt seit 2 Tagen keine Netzverbindung. Adnan Wahoud, wir fokussieren heute Abend nicht auf die politischen Fragen, sondern auf die humanitären. Ja. Wie halten Sie das aus, diesen Wechsel zwischen der Weihnachtszeit hier in der Schweiz und dieser schrecklichen Realität in Syrien? Sie reisen hin und her. Ja, das ist schlimm, aber weil ich reise hin und her, weil ich diesen Schmerz fühle. Ich bin in Syrien geboren und ich kann mein Land nicht vergessen. Ich habe in Europa studiert, ich habe in Europa gearbeitet, auch in der Schweiz auch. Aber ich bin immer noch geboren in Syrien und ich fühle diese Schmerzen in Syrien. Deshalb fühle ich mich verbunden, diese Menschen zu helfen und auf Dauer zu helfen, so Gott mir gesund hält. Herzlichen Dank. Christoph Sigrist, wie können wir Weihnachten feiern, da in der Schweiz? Wie können wir über Weihnachten diskutieren, wenn gleichzeitig so etwas passiert? Sie verstehen Mundart. Ja. Herr Wahoud, das macht mich wirklich unbetroffen. Weil es macht uns hilflos. Wir können nichts machen ohne das, was Sie tun. Wir helfen auch. Das wissen Sie auch. Kirchliche, säkulare Werke. Aber wissen Sie, was man noch mehr machen könnte? Wir können miteinander solidarisch uns einüben in dieser Friedensarbeit. Und konkret heisst das, mich treffen lassen. Eine syrisch-kurdische Familie ist bei uns ein halbes Jahr aufgenommen worden in unserer Kirchengemeinde. Und ihr Kollege, der syrisch-kurdische Vater, hat gekocht, weil er Koch ist, geflohen vom Assad, hat gekocht für uns am Heiligabend. Ein Muslim hat gekocht für Christ am Heiligabend. Und schaut sie, dort durchgeht die Weihnachten. Dass man über den Schmerz aus
können uns so verbinden, dass wir miteinander das können aushalten, gemeinsam. Und der Herodes in Bethlehem, Sie wissen es vielleicht auch von der Weihnachtsgeschichte her, der Schrei von Bethlehem hören wir heute jeden Tag aus Ihrer Stadt Aleppo. Aber wissen Sie eins, er wird gehört von uns. Sie sind nicht allein. Ich bin in Europa und weiß, was die Leute hier denken, wie spendabel die Leute sind. Ja. Es gibt Leute, die wollen helfen und die haben was zu helfen. Und wir Aber das auch. Problem, wie bringt man das hin? Wir brauchen die Politik, die so etwas ermöglicht. Wir müssen, ich arbeite mit, ich setze mich ein, setze mit Ihnen auch zusammen ein. Also ich bin auch mit vielen kirchlichen Organisationen arbeite ich zusammen. Und wir machen viel, aber wir müssen mehr, die Politik muss uns mehr erlauben, muss uns mehr helfen, diese Grenzen zu überschreiten. Genau. Herr Rossi, wie feiert man Weihnachten? Ich denke,